Sorry, we just speak. Wegen einer Reifenschale in Dornbirn bestand der Form Medical Center. Ich interessiere mich brutal für den Beruf Physiotherapeut. Und darum freut es mich umso mehr, dass ich die Möglichkeit habe, einem Physiotherapeut bis in der Arbeit zuzuschauen. Und ich bin gespannt, was mich alles so erwartet. Als Physiotherapeut hilft man Menschen mit Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen wieder fit zu werden. Physiotherapie ist in Österreich ein Beruf, den man mit Matura studieren kann. Der Johannes Riedmann ist selbstständiger Physiotherapeut mit der Praxis in Höchst und betreut viele Sportler beim Landeskader von der Kunstturner und der Akrobatikgruppe Zokaro. Was hat dich eigentlich so motiviert, Physiotherapeut zu werden? Also ich war ja selber Sportler und habe Karate gemacht. Und während einer Europameisterschaft habe ich eine ganz, ganz schmerzhafte Verletzung am Schienbein gekriegt. Und ich war unglaublich begeistert, wie der Physiotherapeut und der Arzt vom Team aber miteinander das geschafft haben, um mir die Schmerzen wieder wegzunehmen. Und am besten ist es, wenn eine Verletzung gar nicht erst passiert. Und deshalb sind Physiotherapeuten in der Prävention tätig. Und eine Möglichkeit, um beispielsweise Knieverletzungen zu vorbeugen, ist das sogenannte Beinachsentraining. Man achtet darauf, dass Sprunggelenk, Knie und Hüfte in einer Achse bleiben. Und man kann das Ganze für den Körper schwerer, indem man beispielsweise ein Gewicht von links nach rechts dreht. Eine weitere Übung ist der sogenannte Einbeinstand. Man klebt einen Tapestern auf den Boden und bewegt mit dem freien Bein entlang von den Tapestreifen nach außen in alle Richtungen. Und um nochmal ganz gezielt das nach innen knicken über das Knie zu verhindern, kann man zusätzlich so ein Gummiband verwenden, das die Knie nach innen zieht und so nochmal zusätzlich einen Anreiz gibt an die Muskulatur, wo die Knie nach außen drücken soll. Und gerade am Schluss vom Warm-up kann auch eine aktivierende Übung verwendet werden, die dynamisch ausgeführt wird. Man verwendet einfach eine Markierung am Boden, über die links und rechts drüber gesprungen wird. Auch da ist wieder wichtig, darauf zu achten, dass man mit den Knien nicht nach innen knickt.